Jo, herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge von Einfach Angeln. Ich fahre jetzt mit Atze zum Topwatern an den Spot, wo immer ein paar Barsche stehen. Allerdings ist der Spot natürlich auch oft besetzt, weil das ist bekannt so eine Stelle. Aber wir hoffen, dass wir Glück haben, da frei ist und wir da heute ein bisschen was auf Topwater fangen können, wa? Da kommt der Atze auch schon, ja, das ist ja passend. Ja, peace Atze. Ja, das passt ja ganz genau, kommst genau zum Intro. Hast du noch was zu sagen? Siehst du, der Fisch. Der Fisch beißt um eine spezielle Uhrzeit. Um eine spezielle. Jo Leute, jetzt sind wir am Spot angekommen, also beziehungsweise am Wasser angekommen. Auf unserem Special Parkplatz, warte. Hier ist immer frei. So, Männer kommen, Alter. Ne, echt mal. Und ich starte erstmal mit einem kleinen Gummi, weil den hatte ich noch dran. Und ich vermute, dass die noch nicht an der Oberfläche raum. Atze, du gehst gleich auf Topwater, wa? Nee. Nee? Startest du auch mit Gummi? Nee. Ah, alles klärchen. Also starten wir erstmal wieder mit Gummi. Nee. Na, was denn jetzt? Bei dir noch dran ist. Ach so, nee, ich hab dich doch gerade gefragt. Also startest du doch mit Topwater? Nein. Sondern mit Wobbler. Mittelwasser. Nee. Spinnet. Ja, Jigs, also Jigspinner. Ich verstehe. Ja, dann erstmal gucken. Erstmal Searchbait. Ja, ja, ist richtig. Erstmal Searchbait, um zu gucken. Na ja, dann, ich guck am Grund. Du guckst im Mittelwasser. Und wenn sie da an den Stellen nicht sind, dann müssen sie ja topwatermäßig unterwegs sein. Hada, sagt er. Hada, war der Dude da. Hey, haben wir da. Alles jeder klar. Sicher? Na, immer noch Bauerei. Okay. So, also, ich habe jetzt ein paar Würfe gemacht mit Gummi. Keinen Kontakt gekriegt. Jetzt mache ich es wie Atze und wechsle auch auf einen kleinen Jigspinner. Werd mal probieren, damit vielleicht ein paar Barsche zu animieren. Mal gucken. An der Oberfläche raubt noch nichts, deswegen macht es auch noch nicht wirklich Sinn, auf Topwater zu angeln. Wenn die Zeit losgeht, dann sieht man das. Wollen wir hoffen, dass das heute passiert. Und dann, denke so halbe, dreiviertel Stunde, dann wird das losgehen. Mal kicken, ob was reagiert. Nee, bis jetzt noch kein Kontakt. Naja, dann gehen wir mal ein Stück weiter und probieren es an der nächsten Stelle. Also ein paar Meter weiter. Ist leider nicht hängen geblieben, schade. Ziehen wir doch gleich nochmal lang. Also scheint es doch was zu bringen. Scheinen sie wirklich ein bisschen Druck zu wollen heute. Nun machen wir das Ganze nochmal. So, jetzt noch ein drittes Mal und dann gehe ich mal noch ein paar Meter weiter. Machen wir mal hier die Wand ab. Ich ziehe den jetzt ein bisschen hinter mir her. Vielleicht kommt ja einer. So, kleinen Sprung. Ja, jetzt laufen wir hier, wie gesagt, die Kante ab und schauen mal, ob die Barsche Lust haben. Immer noch mit einem Jigspinner, auf den hatte ich jetzt den ersten Kontakt halt. Und jetzt laufe ich zum Spot, da wo wir Topwater angeln wollen, wo wir wissen, dass eigentlich um die Jahreszeit dort immer was ist. Aber dieses Jahr ist es natürlich alles ein bisschen anders irgendwie und wollen wir hoffen, dass es heute passt. Weit ist es nicht mehr. Wir sind gleich da und die Stelle ist frei. Das ist natürlich das Schönste. Eigentlich ist die immer sehr, sehr gut besucht. Oh, da war ein Biss.
aber nicht hängen geblieben. Naja, egal. Wir laufen jetzt weiter, die letzten paar Meter, und dann probieren wir es hier. Hallo? Schlepp doch nicht. Ja? Ich lauf doch. Schleppen mit Motorkraft ist verboten. Ja, Motorkraft, das ist Menschenkraft, oder wie? Ihr wollt eine Runde baden, oder was? Nein. Nein. Ja, da werden noch ein paar stehen. So, der erste Barsch ist gefangen. Aber der darf wieder zurück, der ist noch zu klein. Ja, Topwatern wird wohl noch nicht. Die stehen noch am Grund. Und da ist der nächste. Und der ist ein bisschen besser. Fisch ab? Nee? Ah, die kleinen. Okay. Schmeiß erstmal noch mal eine Runde. Gucken wir noch mal. Ah, ob hier was geht. Ah. Zwei sind da. Und da hängt er. Ach, jetzt wieder los, die Barschangelei. Ich liebe sie. Zwar nur wieder ein kleiner, aber geil. Besser Kleinfisch als Kleinfisch, ne? Ja, du darfst doch wieder rein, mein Kleiner. Brauchst du keinen Kopf zu machen. Oh, wo einer ist, da sind doch noch mehr. Oh, also er hat einen großen. Und er dreht mal kurz eine Runde durch da vorne. Also sie. Oh, da wird, glaube ich, fleißig Fisch abgeschlachtet. Da gibt es wohl was für eine Pfanne. Jeder Wurf ein Fisch. Sehr schön. Wo angelst du denn? Na hier. Hat der Topwater erstmal ein bisschen. Wäre ja schön, wenn darauf jetzt gleich was kommt. Sehr schön. Ich hab's, glaube ich, drauf, so ja. Der erste Topwater. Jö, denn. Glaube ich, kein schlechter. Da wir ja auf Topwater sind heute. Ja, was macht der? Das sieht gut aus. Ja, wirklich gut aus. Guck mal nochmal. Warte, komm. Ja. Würde ich sagen. Jo. Frische Küchengröße. Frische Küchengröße. Den kannst du gerne dazu packen. Ja. So, da war ich wegen Topwatern hier, sind wir jetzt Oma umstellen. Das hiermit funktioniert hat, wa? Naja, klar. So, Stickbait gegen Popper, wa? Mathe? Stickbait gegen Popper. Popper liegt vorne mit 2, wa? Und Jigspinner auch schon 2. Alle scheinbar. Ja Mann, die beißen einfach nicht. Nee, momentan ist es ein bisschen Flaute. Ich werde jetzt mal auf Popper wechseln. Der war ja, Matti war ja damit erfolgreich. Und was machst du jetzt? Nee, ich werde eine Runde poppen. Eine Runde poppen? Poppen ja, das Klärchen. Na, nee, dann wird jetzt abgepoppt. Popsofa. Jetzt poppen wir.
jetzt mal wieder eine Runde auf Spinsen. Verkauft sich zumindest relativ gut. Gucken wir mal, was er sagt. Jo, vernünftige Größe. Wieder für die Fan. Diggi. La 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 la. Oh yeah! Ja, komm, holen dir. Ach, vorbeigeschnappt. Nochmal. Nochmal. Oh, jetzt hängt er. Ja. Und auch schön hier vorne. Jetzt war auch. Oh, der ist okay. Der ist okay. Na, so unterschiedlich ist das, Leute. Vorhin wollten sie Popper, jetzt sehen sie auf die Stickbaits. Ah, wirklich alle ganz nah am Rand, wa? Ja, naja, dann treiben sie die Kleinen hin. Ah, Biss. Das kommt nochmal. Hier vor unsere Füße, direkt unter mir. Jo. Aber ein kleiner. Topwater-Angeln ist schon eine geile Angelei, das macht echt Spaß, oder Atze? Ja. Oh, sieht doch schön aus, wie der läuft da. Der Lüfter. Genau aus dem Handgelenk. Quasi wie wenn ich alleine bin. Los, schnappen die. Alter. Echt jetzt? Ja, na klar. Verdammt, wieder vorbeigeschnappt. Nächste Biss. Aber sie hängen nicht. Alter, was ist denn jetzt hier los? Da war wohl ein größerer Barsch unterwegs. Wer drin? Wer ist schneller? Wer ist schneller? Wer kommt schneller zum Fisch? Würdest du lachen, wenn so ein Double Biss ist? Das wäre geil. Ja, bin ich auch hoch, ja, hast du gesehen? Da ist ein Jumpel. Komm schon, Doppelbiss. Doppelbiss. Double, komm schon, Double. Okay. Jo, Hada! Hada Hara Show! So, ich gönne mir jetzt mal eine kurze Snackpause. Matti angelt weiter. Was ist eine Snackpause? Ja. Was gibt's denn für uns? Was haben wir denn leckeres bei? Ich will eine rauchen. Ach so. Dann bin ich raus. Ja. Ein paar Fische kamen jetzt auf Topwater, macht auf jeden Fall Spaß, geile Angelei, oder Atze? Ja, ging oder? Ja, Mann, Alter. Also das ist schon alleine, wenn dann so BAM, ne, dieser Schreckmoment ist halt das, was eigentlich das Feeling beim Topwater ausmacht. Ein paar Bisse haben wir ja auch auf Video. Ja. Jetzt, du angelst jetzt weiter? Ey, mach weiter. Ich mach kurz Pause, mach und mal. Dann wechseln wir. Wolltest du mich gerade hier ins Wasser schubsen? Genau, oder? Okay. Ist ja nicht so, dass ich halt mit dem Fuß auf der Kante stehe. Du kennst es doch, du warst da schon da drüben auf der anderen Ja, Seite. Aber da war ich auch unfreiwillig, weil ich meinen Köder holen wollte. Ja, ja, so ist das. Dann musste ich hier mal kurz nackig rinspringen. Ja, so ist das. Jetzt seht ihr hier nochmal richtig ab, Leute. Jetzt geht's erst los, warte.
richte die Post ab. Was ist denn los, René? Ach, nix. Erzähl mal. So einen schönen Backlash. Erzähl mal, was ist los? Ja, ich hatte gerade so einen blöden Backlash. Und dann hat sich das hier schön in meiner Spule verklemmt. Da habe ich jetzt erstmal ein paar Meter Schnur abgemacht. Jetzt habe ich neu gebaut. Und als sie gerade fertig war mit dem Knoten, reißt die Scheiße wieder ab. Ich weiß, für denjenigen, der nicht bauen muss, ist ja. Das immer mega witzig. Ja, aber so hat jeder mal die Situation. Nö. Nein. Ich heute noch nicht. Doch, gleich zum Anfang. So, ach, das ist schon herrlich, ne? Das ist halt angeln. So, reicht. So, aber wir haben jetzt noch was vor. Wir fahren jetzt noch zu mir und dann gibt es noch ein kleines Catch and Cook von den Barschen. Wir sind jetzt wieder im Auto. Essen jetzt eine Snack-Salami. Und dann machen wir uns auf den Weg zu mir. War auf jeden Fall eine geile Aktion heute. Hat Spaß gemacht. Die Barsche haben nochmal richtig Fahrt aufgenommen zum Abend. Also war richtig cool. Oder hatte? Ja, na wie immer. Ja. Wie gesagt, ich hatte da noch einen Zanderbiss. Leider nicht verwandeln können. Hat kurz gehangen, ist aber wieder abgefallen. Und dann hatte ich einen schönen Backlash, der mich ein bisschen zur Weißglut gebracht hat. Minimal. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Gut, jetzt machen wir uns auf den Weg zu mir. Dann werden die Barsche verarbeitet, noch zu leckeren Nuggets. Also gibt es noch ein kleines Catch and Cook heute. Jetzt sind wir gerade dabei, die Fische vorzubereiten. Matti säubert die jetzt mal kurz. Das waren weggeschmissen. Und dann werden sie filetiert. Entschuldigt ein bisschen das Chaos in meiner Küche. Ich bin gerade am Umbauen und Renovieren, aber mein Gott, so ist es, wa? Da sind die Juten. Das sollte reichen für uns. Wa, Matti? Okay. Nick. So, na dann walte mal deines Amtes. Mensch, das ist ja gut, das sieht ja aus, als hättest du das schon ein paar Mal gemacht. Ja, das ist Quatsch. Wie ist Quatsch? Nein, hab ich noch nicht. Erste Mal. Jetzt kannst du mit Brettchen nehmen. Ja, also hier siehst du, so, Restaurant schon fertig. Ich bin jetzt auch kein Profi, ne? Darf man ja, fahren. Du machst das schon gut. Wichtig ist, dass ich das nicht machen muss. Das finde ich, glaube ich, das Allerwichtigste, ne? Nee, das sieht schon sehr gut aus. Das wird auch sehr, sehr gut. Eigentlich hätte ich das auch verkehrt rum gemacht. Eigentlich. Hast du eine kleine Jabe? Ja, sehr gut. Man macht sich immer am besten. So eine kleine oder eine größere? Ja, müsste die. Braucht schon keine. Sauber, da haben wir grätenfreie Filets. Ja, aber hätte ich das jetzt nicht so verkackt, weil eigentlich machst du den Schritt als Erster. Machst du das erste raus für den Tier, dann kannst du noch das allerletzte schön, dann hättest du jetzt hier noch ein kleines bisschen mehr für dich. Naja, mein Gott. Aber wir sind alle nicht perfekt, ne? Ja, richtig. Warte, aber so sieht es relativ gut aus. Das Mittelstück, hier sind die Blüten auf. Also hier habt ihr aber noch so ein kleines Zwischending. Wenn wir heute mal hier wegcutten, dann hast du eigentlich immer noch
Ist hier in der Mitte Gräten mit drin? Sind immer ein bisschen räudig. Ja, wir wollen sehr grätenfrei haben, unsere Fischnuggets. Ja, definitiv. Also kannst du, möchtest du... Einmal halbiert. Genau, so. Den Zipfel kannst du da dran hängen lassen. Den lässt ich so. Den isst du so roh gleich. Frisch geht nicht. Sauber. Schon so richtig geil. Ja, pack auf den Teller. Ja. So. Dann bereite ich jetzt mal die Frittierstation oder die Panierstation vor und dann werde ich sie abbraten. Matti macht jetzt noch die restlichen Fische fertig. Die müssen wir euch jetzt nicht alle zeigen, wie ihr die filetiert. Und dann werdet ihr das fertige Endergebnis sehen. So, Dille. Matti. Keine Zeit. Das finde ich. Keine Zeit? Ey, komm hier anstoßen auf den geilen Angeltag. Selbst den Kleen, selbst die machten Johannisbär eisekühlt. Stößchen. Achso, willst du den Kirsche haben? Der ist nicht kalt, leider. Stößchen. Ja? Hm? Oh, ich finde den Johannisbeer richtig geil. So, jetzt hat Matti hier so schöne Fischfilets. Du durchaus. So einen kleinen Fisch hat mir, war ja auch ein anstrengender Tag für mich heute. Richtig heftig. Ja. Auf jeden Fall kommen die jetzt hier schön in Mehl geschmissen. Zack, da werden sie immer drin gewälzt. Du siehst aber schon die unterschiedlichen Ernährungen. Ne? Einer vielleicht ist ein bisschen roter. Der wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Crepes gehabt haben. Warte, dann haut er mich. Schmeißt da hier also hin. Das wird ja das mal durch hier. Könnt ihr auch einfach einen Deckel nehmen, das wäre vielleicht viel schlauer. Warte mal. Ich habe mich gerade gefragt, warum du nicht einfach einen Deckel nimmst. Naja, ist ja spät. Dazu hat die kleine Lacucaracha gesungen. Ja, irgendwie so. Ich hatte überlegt, was ich singe, aber mir ist gerade nicht eingefallen. Mir würde jetzt auch nur Lacucaracha einfallen. So, dann sind die schön von allen Seiten gemehlt. Dann kommen die ins Ei. Also, nicht aufgerührte Ei. Und dann habe ich daneben eine Panade aus Panko-Mehl und leicht und normalen Paniermehl. Mit ein bisschen Salz, Pfeffer und eine leichte Knoblauchnote. Zack. So, mal gucken, ob das jetzt hier mit dem Ei auch so klappt. Ich glaube, das funktioniert nämlich nicht. Ja, wir lassen uns überraschen und probieren ihn überstudieren. Zack, zack. Ja, warte mal. Ja, warte hier mal. Ist, da ist lieber weiter weg, ja? La Cucaracha, la Cucaracha, da 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 da. Das ist so lecker. So. Ja, das sieht doch ganz süd aus. Rühren wir nochmal durch. Zack. Kommen sie in das Panko-Mehl. Das mache ich aber nach und nach, weil sonst verkleben die. Darf ich dich fragen, hast du dir vorher die Hände gewaschen? Natürlich, mehrmals schon. Nachdem du den Müll rausgebracht hast, oder davor? Ja, danach habe ich mir aber Arsch gekratzt. Ein hässlicher. So. Was machst du denn? Aber machst du hier eine kleine Pfanne? Ja, weil ich die noch nicht vorbereitet habe. Warum hast du die noch nicht vorbereitet? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Was hat man zwischendurch in den Ruf? Hier raucht. Aha, okay. Ich geh mal kurz nach dem Hund gucken, was der macht. Der Ehrenlose, okay. So. Zack. Hat sie das schon? Wie gesagt, echt lecker aus. Das wird doch richtig lecker. Ja, Panko ist sowieso immer geil. So Panko-Mehl ist schon nice. Hier ist doch eigentlich ein bisschen schneller. Na, jetzt auch. Ich nehme mich langsam Hunger. Hättest du das nicht so klein geschnitten? Du hast gesagt, mach kleine Nuggets. Halbe. Ich habe mich nur, na, war es ja halbiert. Und wenn das Filet schon, das ist ein halber Barsch. Der war echt kleiner. Pass auf, René, wir machen das ganz einfach. Nächstes Mal bist du dran mit Filetieren. Nein, doch, gar kein Fall. So weit von nächstes Mal bist du dran. Da werde ich das hier alles, da kommst du zu mir, dann machen wir das bei mir alles. Das ist halt kein Problem. Wird dann draußen im Garten alles aufbauen. Dann fangen wir aber, nehmen wir nur 40er Barsche mit. Ja. War, ist uns leider heute nicht gegönnt worden. Nee. Aber ein 40 hätte ich, glaube ich, auch nicht mit dir. Ne? Nee, ich auch nicht. Diese Hand hatten schon die richtige Küchengröße. Das ist total. Ja. Was hast du da jetzt so gelacht?
Warum lachst du denn da jetzt so? Ecke, lacht er überhaupt nicht. Sieht aus, als wenn ich lache. Das ist echt durchaus ein bisschen, als wenn es echt spät wäre. Wir haben es ja, wie gesagt, mittlerweile 0 Uhr, würde ich sagen. Ne? Jetzt machst du mir echt Sorgen. Guck mal auf. Für die schlanke Linie ist das nichts. 23.49 Uhr, siehst du, und 10 Minuten weg essen. Dann bin ich um 12:30 zu Hause. Wenn mein Hund rausgeht bellen, sollte das so irgendwann gegen 0 Uhr sein. Und hier, vorne ist immer noch nicht warm. Aber das sieht schon echt gut aus. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Ja, ja, das wird doch lecker. Jo. So, jetzt kommen die guten Teilchen in der Pfanne. Welche Teilchen? Oh, das sieht gut aus, René, was du da machst. Sehr, sehr schön. Oh ja. Zu viele Pfanne? Wollte ich gerade sagen, ich hoffe, ich krieg die jetzt alle hin. Dann schiebst du zusammen. Das kann passieren. Hat nicht passend gemacht, bist du da. Ja. Aber wenn ihr, also ich sag mal, wenn es irgendwann diese 10K gibt und man auch riechen kann. Boah, oh, das riecht schon echt widerlich geil, aber möchtest du eigentlich was für deine Familie aufgeben? So wie meine Frau schon wieder drauf war, als sie gerade runtergekommen ist. Ich meine, kannst du anlassen, ist ja verständlich. Wir haben jetzt 0 Uhr und ich stehe hier mit meinem Kumpel und brutze wie in der Küche Fisch, aber trotzdem hätte man netter sein können. So. Füll mal weiter die Pfanne. Oh, da ist einer müde. Ja. Du bist schon aus Hamburg hergekommen. Nach Berlin. Nur um Barsche zu angeln. Nee. Oh, das sieht schon echt geil aus. Ja, das wird doch besser. Ich bock drauf. Barsche ist schon feiner. So, also du wolltest ja abnehmen, ja, ja. Geil essen. Danke, ne, geh dann schon mal und dann schon mal abhauen. Der Rest dann, ist für mich. Ja, nochmal schön viel Salat. Ich nehme ein Stück Fleisch. Eben. Warte mal. Ey, ich wollte gerade stell mal wieder hin. Warte, warte. Ist lecker, ja? Sehr schön. Okay. Schön. Hast du aber auch gut meditiert und deswegen schmeckt der so gut. Ja, das Quatsch ist Zusammenarbeit. Timo. Genau. Bam. Das ist schon echt nice, ne? Mega aus, ne? Goldbraun. Also. Schon sagen, wenn er sonst nichts macht, ein bisschen braten kann er. Ja, im Grunde muss ich ja haben, dass meine Frau bei mir rein war. Probierst du gerade noch die Kurve zu kriegen? Ha, die Teller. Kannst du den Teller selber nehmen? Ich hab Hunger, Alter. Was ein Typ, ey. Kannst du den Teller selber nehmen? So, dann gehen wir jetzt essen. Draußen ist dunkel. So, Mathe, dann lass dir schmecken. Na, die du. Schick, ey. Alle, komm mal zu dir rüber. Fühlt sich besser. Okay. Was kann ich jetzt essen, wenn ich neben dir sitze, oder was? Und dann den Newton. Hammer. Ja. Kann man machen, würde ich sagen. Kommt schon geil. Und schon. Wir sind wieder öfter im Wasser. Macht das nach, Jungs. Alles klar. Wir werden... Mit vollem Mund spricht man ja nie. Alles klar, Leute. Also, wir lassen uns das jetzt noch schmecken und ihr schaut bei der nächsten Folge von Einfach Angeln wieder rein. Wa? Also, bis dann, Leute. Denkt dran, liken, abonnieren, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Einfach geil.